So, wir sind jetzt hier mal in diesem schönen neuen Container hier am Schießstand und haben dort eine ganze Menge junge Männer getroffen. Und einen haben wir uns jetzt mal rausgepickt. Das ist der David und der ist so ein bisschen verantwortlich eigentlich dafür, dass der Schießstand in den letzten Tagen hier gebaut wurde. David, wann habt ihr denn eigentlich angefangen mit dem Schießstand bauen? Ja, eigentlich haben wir angefangen direkt nach der Tour de Ski, also quasi dann am 29. Haben dann bis in die Nacht um 10 gemacht, den ersten Tag. Und dann waren wir dann am 30. quasi ab 9 Uhr wieder hier und haben durchgehend quasi gearbeitet. Das heißt, ihr habt erstmal den Schnee bekommen, der ja noch gar nicht da war, habt den dann aufgebracht und die Schießstandauflage sozusagen jetzt so hergestellt, dass ein Training und natürlich auch die Wettkämpfe möglich sind. Genau, da hat uns ja der Siegfried Kaulitz uns ordentlich unterstützt, der hat ein bisschen aufgefahren und daher war das eigentlich schon gut vorpräpariert und wir haben eigentlich nur noch den Feinschliff gemacht. Wie schwierig ist es jetzt, so eine Auflage hier herzustellen? Muss man da bestimmte Sachen beachten? Ja, es gibt verschiedene Vorgaben vom Regelwerk her, von der IBU, die müssen wir beachten und daher ist es gar nicht so einfach. Aber wir haben jetzt mit dem Rüdiger Fischer zusammen ein gutes Konzept entwickelt, wo wir uns eigentlich die Arbeit am Schießstand erleichtern können. Okay, ihr macht das ja nicht das erste Mal. Wie viele Mal seid ihr denn schon hier oben? Also wir sind jetzt seit 2005 die Einsatzgruppe am Schießstand und ja. Das heißt Einsatzgruppe am Schießstand. Was bedeutet das? Erklär mir das mal bitte. Ja, Einsatzgruppe am Schießstand bedeutet quasi, wir sind dafür da, dass der Schießstand quasi so präpariert ist, dass die Training machen können, beziehungsweise der Wettkampf. Wir sind quasi, wie man sagt, die Ersten, die da sind und die Letzten, die gehen. Also wir machen dann immer so den Plan, dass der Schießstand so aussieht, als wäre nie was drauf gewesen. Okay, ich finde, das haben Sie die letzten Jahre schon richtig gut hingekriegt. Wir bedanken uns natürlich auch bei dem Rest hier, die im Moment mal ein bisschen Pause haben, weil nämlich gerade auch das Training läuft. Und wünschen euch natürlich noch die nächsten Tage viel Spaß, aber auch, ich sag mal, so viel Arbeit, dass ihr es irgendwie ertragen könnt und natürlich vielleicht auch eine Mütze Schlaf. Danke.